Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiedergabe in der Rohstoffsektion der Formationstäter. Es ist Donnerstag, 11. Januar 2018, und Mann, das, was die Edelmetalle machen, ist echt stark. Man muss sagen, nicht nur das, was die Edelmetalle machen, sondern man muss eigentlich sagen, das, was die Metalle machen. Also, auch wenn es jetzt wieder heißt, ich hab's euch ja gesagt, es ist nun mal so, ich hab's euch gesagt. Also nicht nur, dass wir miteinander darüber gesprochen haben, dass das hier eine Einstiegsmöglichkeit ist, sondern wir haben auch hier miteinander darüber gesprochen, Leute, es ist gerade überhaupt nicht angebracht, weder jetzt sofort die Longs zu schmeißen, noch ist es angebracht, jetzt sofort neue zu kaufen, sondern müssen gucken, ob der Markt es schafft, steigen und das dann so seitwärts zu konsolidieren, das wäre mehr bullish, oder über den Preis. Deswegen habe ich euch auch gesagt, wo ich sogar meinen Stop-Loss hingepackt habe. Und bis jetzt habe ich das Glück, bin ich noch nicht ausgestoppt worden. Denn das, was hier Silber gerade macht, ist eine bullische Konsolidierung. Und wenn man sich das in der Stunde anschaut, dann ist das eine Bullenflagge. Schauen Sie, das ist die Stange, das ist die Flagge, und die Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung ist größer, mit den Zielen in Richtung 17,45, möglicherweise 17,70. Das ist dann schon eine größere Hausnummer, eine größere Widerstandsmarke. Diese Bewegung erscheint aber wahrscheinlicher. Was ich euch sagen möchte ist, Leute, manchmal komme ich raus und sage, ich weiß es auch nicht. Dann steht es nicht im Chart geschrieben. Dann sagen einige, der traut sich nicht. Andere sagen, der ist nicht gut genug. Wichtig ist, dass ihr versteht, es gibt Zeitpunkte, wie zum Beispiel hier, da können wir eine gute Wahrscheinlichkeit abbilden. Es gibt Zeitpunkte wie hier, da können wir eine nicht so gute Wahrscheinlichkeit abbilden. Und dann gilt es auch nicht, neue Positionen aufzumachen, große Ankündigungen zu machen, sondern dann gilt Positionsmanagement, Risikomanagement. Und das muss man verstehen, das muss man erlernen können, und dann kann man es auch anwenden. Jetzt hier gerade können wir mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Aussagen treffen. Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung ist gerade gestiegen. Sollten wir die Tiefs im Bereich von 16,89 bärisch aufgeben, dann ist die 20- und 50-Tage-Linie als erstes aktiviert worden. Für den Fall, dass wir diese Bullenflagge bullisch auflösen, das heißt hier oberhalb 17,20 gehen, dann mit dem Schatten, dann Fortsetzung 17,50, 17,70 noch wahrscheinlicher. Ich würde entweder hier unteren Rand im Bereich der Unterstützung kaufen oder die Fortsetzung dann in Richtung, wenn diese Bullenflagge bullisch aufgelöst worden ist. Bei Gold vergleichbares Bild mit einer Seitwärtskonsolidierung. Wir haben jetzt auch diesen Schatten von gestern nochmal rausgenommen und wieder eine Gegenbewegung gemacht. Auch hier in einer Stunde sieht es mehr so aus wie eine Art Bullenflagge, und wir tänzeln hier jetzt auf dem Dach rum. Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung ist größer. Alles in Richtung 1300 ist jetzt gerade stärker unterstützt, und von hier aus nochmal eine bullische Welle, was ich euch ja immer wieder gesagt habe, falls das bullisch aufgelöst wird, in Richtung 1340 wahrscheinlicher. Sollten wir diese Konsolidierung bärisch auflösen, dann 20-Tage-Linie. Zunächst einmal wahrscheinlicher, dass diese Unterstützung hält. Und bitte versteht immer, dass wir nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Wenn Nachrichten kommen, die den Markt substanziell ändern, kann sich auch das Chartbild ändern. Deswegen sprechen wir auch immer von Wahrscheinlichkeiten. Aktuelle Wahrscheinlichkeit liegt gerade mehr bei den Bullen. Auch Platin, muss man sagen, steigt und konsolidiert seitwärts. Für den Fall, dass wir das Hoch von gestern rausnehmen im Bereich von 180, Ziele 1020. Warum eigentlich nicht 1000? Das ist so eine runde Marke. Normalerweise müsste man noch sagen, bei 1000 ist Schluss, kann er nicht durch. Aus dem einfachen Grund, schaut mal. Hier ist er schon mal drüber drunter, hier ist er schon mal drüber drunter, hier ist er schon mal drüber drunter, hier ist er schon mal drüber drunter. Im Moment ist die 1000 nicht mehr so signifikant. Das heißt, selbst runde Marken aus edukativer Sicht, die wir immer wieder so, ich sag das mal, durchlöchern, die haben dann nicht mehr so viel Aussagekraft. Was ich euch ebenfalls gezeigt hatte, war Kupfer. Und bei Kupfer hatte ich euch gesagt, Leute, das, was der Markt macht, sieht aus wie eine Bullenflagge. Jegliche Bewegung in Richtung 20-Tage-Linie ist Unterstützung. Von hier aus wieder eine bullische Welle in Richtung dieser trendbegrenzenden Linie, dieser grünen Widerstand, also in Richtung 3,335. 3,338
ist wahrscheinlicher und schaut euch das an, auch hier haben wir eine Bullenflagge. Das ist die Stange, das ist die Flagge. Das heißt, die Bullen sind es schuldig, so wie bei Platin, die Hochs von Mittwoch in diesem Falle, von gestern rauszunehmen und dann diese Ziele, die Fortsetzung deutlich wahrscheinlicher. Kurz, knapp, knackig. Hoffe, es war hilfreich. Dürft ihr gerne positiv bewerten. Falls ihr unsere Facebook-Seite nicht kennt, dürft ihr gerne auf Facebook gehen. Dort posten wir für euch schriftlich Sachen auf Twitter. Ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren oder geht einfach auf unsere Homepage www.formationstrader.de. Mein Name ist Dr. Esna Aschari und ich wünsche euch einen gelungenen Handelstag.